Hallo aus dem Keller in Wolfenbüttel. Nach längerer Zeit mal wieder ein Zwischenbericht von meinen Eisenbahnen. Jetzt gefilmt mit meinem neuen Google Pixel, was ja eine super Kamera haben sollte. Ich hoffe, es hat auch den gewünschten Effekt. Es gibt nicht viel Neues zu erzählen. Ich habe hier an meinem Hafenbahnhof ein ganz klein bisschen weitergearbeitet. Ich habe am Tanklager massiv die Fahrzeuge aufgerüstet. Ja, nach längerer Zeit dann festgestellt, dass es ja tatsächlich von Erpa Esso-Tankwagen gab. Ich habe auch dann da gleich auch einen Anhänger mitgebaut. Die Märklin ist in Betrieb, das hattet ihr schon gesehen. Ich habe hier oben ein wenig meinen Amtrak-Lokomotiven schon wieder gespielt, rangiert und natürlich jetzt auch für die kommende Sommerzeit ein oder zwei Videos vorbereitet. Hier unten sieht man, für den Amtrak Charger von Bachmann braucht man die Bedienungsleitung, sonst kommt man mit dem Menü überhaupt nicht voran. Sonst ist weiter nichts passiert. Hier unten steht noch ein Boxcar zum Altern. Hier ist die letzte Neuzugang an Lokomotiven. Die muss noch gepatcht werden und sonst noch ein wenig verändert werden. Und somit habe ich weiterhin zwei, drei kleine Projekte am Start, bis es dann wirklich dann auch zum Winter hier am Hafen weitergehen wird. Das war's bisher und tschüss.